Herzlich willkommen zur 8. Folge unserer 12-teiligen Serie Die größten Fehler beim Marketing bei deiner Webseite. Heute dabei wieder Christoph Schwinghammer, nicht nur Geschäftsführer der Digitalagentur 360 Karat, sondern selbst auch Spezialist als Marketing- und Verkaufsarchitekt. Heute geht es um ein Thema, das auch viele Unternehmer oder Gründer vergessen, tatsächlich auch umzusetzen, sprich also vorher überhaupt sicherzustellen, dass das Ganze, was sie machen, auch irgendwie erfolgreich sein muss. Es soll ja nicht darum gehen, Geld rauszuschmeißen, sondern es soll ja auch beim Marketing darum gehen, Erträge zu erwirtschaften. Was ist deiner Meinung nach also dieser 8. große Fehler, der sich mit ein paar Buchstaben ja abkürzen lässt? Das heißt einfach, wie viel Geld müssen Sie in Marketing reinstecken, um einen gewissen Umsatz zu generieren? Das bedeutet beispielsweise, wenn du jetzt auf deiner Webseite einen Kunden gewinnst, der 1000 Euro wert ist, wie viel darf er dich kosten am Ende, damit du noch profitabel bleibst? Und dafür gibt es auch verschiedene Kennzahlen, die dafür wichtig sind. Du musst erstmal wissen, wie viel kostet dich überhaupt ein Kunde? Das heißt, da kannst du dann einpreisen, wie viel Budget hast du ausgegeben fürs Marketing, vielleicht auch die Personalkosten mit reinnehmen fürs Marketing und so weiter. Und dann hast du am Ende die Customer Acquisition Cost, das ist dann der CAC. Und damit weißt du, wie viel dich ein Kunde kostet. Das bedeutet ja, wenn man das ganz genau machen will, bedeutet es, die Kennzahlen ja schon im Finanzplan abzubilden, bevor man überhaupt gründet. Sprich also vom Umsatz abgeleitet, die entsprechenden Marketingbudgets, die einmaligen und die laufenden Kosten einzupreisen und dann da schon herauszufinden, wobei die meisten werden dann nur schätzen können, was das ungefähr kosten wird. Dann gehen sie am Markt und dann wird ja dann wöchentlich, täglich gemessen. Und dann kann es ja bei dem einen oder anderen tatsächlich zur Erkenntnis kommen, oh, das ist ja viel zu teuer oder oh, ich muss andere Kanäle nehmen. Oder wie arbeitest du dann mit deinen Gründern? Genau, wenn man jetzt sieht, dass der ROI einfach zu schlecht ist für dich, musst du schauen, sprichst du deine Zielkunden richtig an? Hast du die richtige Kundenansprache also? Oder hast du vielleicht auch ein falsches Angebot? Oder du musst einen anderen Kanal wählen, das heißt, die Kunden interessieren sich nicht auf deinen Kanal, beispielsweise auf LinkedIn für dein Thema, sondern es ist woanders besser platziert. Also da hast du überall diese Stellschrauben, die du drehen kannst, um da wieder auf ein positives Ergebnis zu kommen. Dafür musst du halt offen sein, auch neue Wege auszuprobieren. Und das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die man dort benötigt in dem Marketingbereich. Und wann beginnt normalerweise dieses Messen, dieses Kalkulieren, dieses Bewerten der Rentabilität? Also sofort. Also sobald du die Seite gestaltet hast, sobald du mit deinen Online-Marketing-Aktivitäten beginnst oder auch mit deinen Marketing-Aktivitäten, solltest du sofort messen, weil wenn du erst zu spät damit anfängst, hast du vielleicht ein halbes Jahr lang die falschen Maßnahmen gefahren, Kosten ausgegeben und das Geld falsch investiert und hättest es besser woanders investieren können. Bedeutet jetzt für mich auch als Unternehmensberater, Unternehmerberater, dann auch schon bei der finanziellen Planung schon zu berücksichtigen, dass wenn zum Beispiel zu einer Bankfinanzierung geht, natürlich auch schon vorher dieses Budget auch schon eingepreist sein muss. Das bedeutet ja schon fast ein Vierteljahr vor dem Start schon diese Zahlen ermittelt zu haben. Geht das denn überhaupt? Wie kann man das herausfinden? Also wenn man das noch gar nicht am Markt wirklich testen kann. Also da hast du die Möglichkeiten, mit Keyword-Planern zu arbeiten, zu schauen, wie viel kostet die Keywords, diese ganzen Schätzungen dann einzuplanen. Wie viele Klicks brauchst du, um eine Anfrage zu generieren und wie viele Anfragen brauchst du, um Umsatz zu generieren? Das sind dann verschiedene Schätzwerte, die man dafür nutzen kann. Aber es gibt dafür auch schon, sage ich mal, verschiedene Reports, die du dann einfach nutzen kannst, um das abzuschätzen. Super. Das bedeutet also, du bist gerne eingeladen, nicht nur zu gucken, was die Mitbewerber machen oder wer deine Zielgruppe ist, sondern viel wichtiger ist auch herauszufinden, wie viel Geld du tatsächlich einsetzen musst, um einen Lead oder einen Kunden zu gewinnen oder einen gewissen Umsatz zu erzielen. Denn es kann ja immer sein, dass du mehr Geld ausgeben musst, als du einnimmst. Und dann machst du ein Negativ-, ein Minusgeschäft. Du willst aber ein Plusgeschäft machen, deshalb lade ich dich an diesem Punkt auch ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unterhalb des Videos. Und gerne buche jetzt auch den Kanal, falls du ihn noch nicht abonniert hast. Like das Video und Christoph sagt dir jetzt zum Schluss noch, was in der nächsten Folge Thema sein wird. Ja, in der 9. Folge wird es darum gehen, nicht den Fehler zu begehen, nur auf sich selbst zu achten, auf sein eigenes Unternehmen, sondern auch noch eine andere Perspektive einzunehmen. Und genau darum wird es im nächsten Video gehen.